Christus ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Gruß grüße ich Sie und es ist mir eine große Ehre, zu diesem besonderen Sonntag, zu dem wichtigsten Tag vielleicht in unserem Kirchenjahr und zu Ihrem besonderen Tag, zum 15. Jahrestag Ihres Jubiläums hier die Predigt halten zu dürfen. Maria Magdalena und Maria Jakobus, Mutter und Salome, wir haben es gehört, ihnen verschlägt es die Sprache. Es heißt, sie gingen hinaus und flohen zu dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das Entsetzen des Karfreitags scheint sich fortzusetzen. Und so einfach geht das doch nicht vorbei. Das kann man doch nicht einfach ungeschehen machen, was da war. Auch in unserem Leben, 3 Jahre Pandemie, so viele Tote auf Erden, so viele Flüchtende, auf den Meeren Ertrunkene, seit über einem Jahr Krieg und Elend in Europa und an so vielen Orten der Welt, kein Ende der Passion in den Erdbebengebieten. Und dann vielleicht auch noch unser eigenes Zittern und Entsetzen und Zagen, vielleicht im Griff einer Krankheit zu sein, vor verschlossenen Zugängen zu stehen, ausgehende Kräfte fühlen, erschöpfte Geduld, enttäuschte Hoffnungen. Die beiden Marias und Salomo halten einfach fest. Ostern kann den Karfreitag nicht ungeschehen machen. Ostern ist nicht das Happy End einer Katastrophe. Am Kreuz kann man nicht einfach vorbeigehen. Und darum bleiben sie stehen, diese Frauen, am Ostermorgen. Sie halten fest, dass diesem zu Unrecht Gekreuzigten nicht auch noch seine Würde als Toter geraubt werden darf. Deswegen, als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlreichende Öle, um hinzugehen und den Leichnam zu salben. Aber wie soll das gehen? Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Wie bekommt man einen Zugang zu diesem Geschehen, das wir heute feiern? Im Markus-Evangelium, wir haben es gehört, bleibt die Osterbotschaft mit einer Flucht verbunden. Es kommt darauf an, sich nicht ergreifen zu lassen von Trost und Hoffnungslosigkeit. Und dann erzählt der Evangelist Markus, wie Gott all dem schon zuvorkommt, damals am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Zuerst durch diese flüchtige Erscheinung des Jünglings, des Engels, mit seiner Behauptung, Jesus, der Gekreuzigte, er ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Diese Begegnung hat alles verändert. Diesen Moment haben die Frauen nicht mehr vergessen. Und auch später in den Gemeinden nicht mehr. Und Markus, der Evangelist, auch nicht. Wie hätte er sonst sein Evangelium aufschreiben können? Darum müssen wir hier nicht fliehen wie die Frauen vom Grab. Wir konnten hierher kommen und sie kommen hierher. Seit 15 Jahren in diese Kirche, seit 130 Jahren, weil diese Botschaft, diese Osterbotschaft wahr ist. Gott sei Dank, aber sind sie damals geflohen? Und wie konnte diese Flucht überhaupt gelingen? Bis heute brauchen fliehende Fluchthelfer, solche wie diesen Jüngling zum Beispiel am Grab, dienende Kräfte, die einem im Licht der Morgenröte eine neue Perspektive eröffnen. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Mit diesen Worten, mit diesem Hinweis wandelt der Jüngling die Starrheit ihres Entsetzens in eine Bewegung. Wie ist das möglich, fragen wir. Vielleicht haben die Frauen schlagartig begriffen und gespürt, was das alles bedeutet für ihr Leben, was sie vorher mit Jesus erlebt, gelernt und erfahren haben, nämlich in der Gemeinschaft von einem, über den Angst keine Macht mehr hat, durch das Lernen mit diesem Jesus, der als begrenzter Mensch selbst niemanden ausgrenzte, von einem, der sich von anderen keine Angst machen ließ, weil sie Fremde waren, von einem, der sich berühren ließ von Unberührbaren, der Heillose heilte, der sich für Verlorene verloren gab. Und wo haben die Frauen das dann erfahren? So sollen sie es erleben, im ganz normalen Leben, in der Alltagswelt von Galiläa. Dort kann man das wieder neu lernen, sich vergegenwärtigen. Geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Die Frauen sind geflohen. Wenn Markus nicht weiter erzählt an diesem Punkt, was die Evangelisten dann weiter erzählen, die anderen, nämlich dass sie den Auferstandenen in Galiläa gesehen haben, dann muss sich Markus etwas dabei gedacht haben. Dann will er uns vielleicht sagen, den Auferstandenen, den Auferweckten, den kann man nicht einfach so direkt sehen. Aber was wir sehen, sind diese Frauen, diese Menschen, die sich von ihm haben in Bewegung setzen lassen. Und dort in Galiläa, dort müssen sie ihn wahrgenommen haben, sonst wären wir nicht hier. So war es damals. Frauen, die ins Leben fliehen. So ist es heute. Immer auf der Flucht vor dem Tod, vielleicht auch ein Leben lang. Mit der guten Nachricht von der Auferweckung Jesu wird vielleicht nicht auf einmal alles leichter. Manchem bleibt die Auferweckung Jesu ein Rätsel, ein Leben lang. Aber das ist der Widerstand von Jesus, von Ostern. Jesus ist uns dagegen. Er kommt uns zuvor. Er erwartet keinen Osterglauben von uns. Er weckt ihn auf. Und wenn uns Zittern und Furcht ergreift, dann holt er uns heraus in ein neues Leben. Nicht ins Ungewisse, sondern voraus. Von hier nach Galiläa, von hier in unseren Alltag. Liebe Gemeinde, dieses Evangelium ist nicht zu Ende, sondern es fängt heute an. Der Tod ist nicht mehr sicher, er muss angezweifelt werden. Die Kraft dieses Zweifels aber ist wahrhaftig die Quelle unseres Glaubens. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.